Früher hieß es, Eier sind ungesund, weil sie zu viel Cholesterin enthalten. Viele Experten warnen aber aufgrund aktueller Studien nicht mehr generell vor zu viel Eiern. Was stimmt denn jetzt? Also, kann ich so viel Eier essen, wie ich will? So ein Ei ist vielschichtig aufgebaut. Die Schale ist ungefähr 0,4 mm dick und schützt den bzw. das Dotter. Also der oder das Dotter geht beides. Poren in der Schale sorgen für Gasaustausch und die Eihaut innen an der Schale verhindert, dass Wasser verdunstet. Das Eiklar enthält Eiweiße, die das Eigelb mit Nährstoffen versorgen und gleichzeitig dämpft es Stöße. Und diese Hagelschnüre oben und unten, die sorgen dafür, dass das Eigelb da bleibt, wo es sein soll, nämlich in der Mitte. Egal ob braunes oder weißes Ei, die Inhaltsstoffe sind die gleichen. Die Schalenfarbe hängt von der Hühnerrasse ab und die Farbe des Eidotters, die kann bei Bio-Eiern ein bisschen heller sein als bei normalen. Einfach weil im Biofutter keine Farbstoffe beigemischt sind. Gesünder sind Bio-Eier deswegen aber nicht, außer für die Hühner wahrscheinlich. Apropos gesund. Eier enthalten Fett, die Vitamine A, D, E, K, B-Vitamine, Mineralstoffe wie Kalzium und Eisen und natürlich Cholesterin. Cholesterin ist ein Fettmolekül, das unser Körper dringend braucht. Zum Beispiel für den Aufbau und die Funktion von Zellen. Als Grundgerüst von Hormonen, zum Beispiel Sexualhormonen, und für die Produktion von Gallensäure und Vitamin D. Einen Großteil des Cholesterins stellt unser Körper selbst her und der Rest, der wird durch die Nahrung aufgenommen. Aktuelle Empfehlungen nennen keine generelle Obergrenze fürs Eieressen. Und auch laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ist es okay, wenn gesunde Menschen gerade jetzt zur Osterzeit mehrere Eier essen. Wer aber schon einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte jetzt nicht zu exzessiv Cholesterin zu sich nehmen. Fakt ist, dass zu viel Cholesterin im Blut dem Herz-Kreislauf-System schaden kann. Deswegen und auch wegen der vielen Kalorien wird empfohlen, dass man Eier, ähnlich wie andere tierische Lebensmittel wie Fleisch, Wurst, Butter und Sahne, nur in Maßen zu sich nimmt. Gibt's denn noch irgendwelche Fragen zum Thema? Gibt's irgendwelche Themenvorschläge? Wenn ja, dann schreibt es mal unten in die Kommentare und lasst uns gerne einen Daumen da.